Lieber Wassermann, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen in deinen März 2024. Hier gibt's dein Monatsorakel. Wenn du im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendent Wassermann bist, ist dir höchstwahrscheinlich eine Botschaft für dich. Also bitte alles auf deine Themen umlegen, denn du weißt ja, es ist eine Kollektivlegung. Also, wir schauen mal, was sich so zeigt. Für persönliche Hilfe und Unterstützung schau unten vorbei. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten für Coaching, spirituelle Begleitung, Teaching, Heilsitzung oder Kartenlegung. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Wir starten mit dem Wassermann und mit dem März 2024. Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent Wassermann. Was ist das Hauptthema im März? Community. Es geht um Vernetzungen, es geht um Verbindungen, Menschen und es geht auch um die Transformation bezogen auf zwischenmenschliche Beziehungen. Irgendetwas wird sich verändern. Du erhältst vielleicht sogar neue Kontakte, neue Menschen, triffst auf neue Menschen oder neue Gruppierungen. Das ist etwas, was dir sehr viel neuen, frischen Wind verleihen wird, besonders aber auch in deinem persönlichen Wachstum und auch, dass du, ich bekomme sowas wie Gleichgesinnte, auf Gleichgesinnte triffst und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Wir schauen, was deine drei Hauptthemen sind im März für den Wassermann. Worum geht's? Es geht um Herzensangelegenheiten, es geht um Unklarheiten und es geht um Geschenke. Es geht um die Blumen. Du machst dir selbst ein Geschenk. Ein Geschenk aus Herzensangelegenheiten. Es geht um Unklarheiten, die sich auflösen, die dein Herz beflügeln. Und wie gesagt, das Geschenk könnte hier wirklich neue Verbindungen, neue Freundschaften sein oder dass du vielleicht in eine neue Gruppierung kommst, sei es, wenn du den Job wechselst, intern irgendwie aufsteigst, ein neuer Freundeskreis oder sogar eine neue Nachbarschaft. Für viele bekomme ich gerade rein, könnte irgendwie, das ist nicht für jeden. Bitte schau, ob das resoniert, schau auch am besten Ende des Monats nochmal. Kraftwerke und unnatürliche Wolken, also irgendwie Umweltdinge, vielleicht sowas wie Demonstration oder du setzt dich vermehrt ein für solche Themen. Es geht um Luftverschmutzung, um ja, Kraftwerke, irgendwie sowas. Nicht für jeden. Also, Herzensangelegenheit. Womit ist zu rechnen für den Wassermann im März? Worum geht's im März? Unterer Kartenrand. Sechs der Kelche. Es geht um Erinnerungen, um die Vergangenheit möglicherweise auch. Wir haben 10 der Kelche. Wir haben König der Schwerter, der Gehängte. 4 der Münzen. Und die Mäßigkeit. 2 große Arkana. Der Gehängte bringt ebenso den anderen Blickwinkel. Es könnte auch sein, dass du Klarheit, einen Einblick, neue Erkenntnisse bekommst in eine Beziehung, in eine vergangene Beziehung mit einem Menschen. Für viele wird das eine männliche Energie sein, vielleicht mit einem Skorpion, vielleicht aber auch mit einem Luftzeichen oder aber sogar beides. Und es geht darum, dass man hier etwas erkennt, dass man sich löst oder etwas positiv transformiert. Also, der Blick in die Vergangenheit, auch hier Bilder, Gesammeltes vielleicht, ja, geht man mehr in den Rückblick mit etwas oder mit jemandem mit einer ganz bestimmten Verbindung. Und hier geht es darum, aus dem Mangel etwas Positives zu machen, wieder in die Fülle zu gehen, Gleichgewicht herzustellen in Verbindungen, denn dann kommen nämlich diese neuen Verbindungen. Für viele hat das hier auch mit Netzwerk zu tun, vielleicht arbeitest du irgendwie auch Network Marketing, Vertrieb, irgendwie sowas. Eine Person wird sehr ausschlaggebend sein im März für dich. Es geht um klare Worte, Erkenntnisse,
vielleicht Wissen, was weitergegeben wird. Irgendwie wirst du inspiriert werden und das von einer Person, die du zumindest in einem Bereich höher ansiedelst als du, das heißt ein Spezialist. Das kann ein Rechtsanwalt sein, das kann ein Steuerberater sein, also jemand, der sich in einem Thema speziell auskennt. Mit den Federmünzen geht es darum, gut zu haushalten, besonders mit deinen Gedanken, aber auch Gefühlen und mit dem, was du rausgibst. Das kann für dich wirklich Münzen sein, also vielleicht neigt man auch dazu, weil man sich nicht mit einer Sache aus der Vergangenheit beschäftigen will, sich mit Käufen abzulenken oder mit Süchten irgendwie so. Also achte darauf, versuche hier etwas zu erkennen, was eine ganz bestimmte Verbindung angeht und bringe das wieder ins Gleichgewicht. Und für viele hat das hier wirklich mit einer Verbindung zu tun, wo man sehr nostalgisch drauf schaut. Was ist der Rat des Universums hier für die Wassermänner? Schutz. Fordere deine Macht zurück, schneide die Stricke durch Seelenrückholung. Passt hier ganz gut. Hinweis natürlich auf eine Verbindung, ja, auf die man irgendwie schaut, wo man noch ein Thema mit hat. Und hier darf man wieder seine Macht, Kraft zurückholen. Das heißt ja auch jeglichen Groll, Vergebungsarbeit, wie auch immer, loslassen, damit man hier wieder in die Zehen der Kelche-Energie kommt und, wie gesagt, neue Menschen kennenlernt, tollere Verbindungen aufbaut. Das ist hier wirklich die Botschaft für dich. Also gehe in die Offenheit und sei offen, auch neue Menschen kennenzulernen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wunderschönen März und wie gesagt, schau bei deinem Aszendenten Mondzeichen vorbei und ich freue mich, wenn du das nächste Mal hier wieder mit dabei bist. Vielen Dank, lieber Wassermann. Alles Liebe für dich und bis ganz, ganz bald. Mach's gut.